Moin Moin und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute ein extrem wichtiges News-Update, auf das habe ich mich jetzt ehrlicherweise schon seit Monaten gefreut. Es gibt wieder grandiose Neuigkeiten für euch alle, die Bock haben auf Sportwetten. Spannungsbogen ist vielleicht jetzt ein bisschen hoch, aber es geht gleich los, direkt nach dem Intro. Heute ein Video wieder mit MB Hero. Es geht nicht um Casino, es geht um Sportwetten und das ist genau dein Fachgebiet eigentlich. MB Hero, herzlich willkommen, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Hallo Tim, danke für die Einladung. Gerne. Heute ist ein großer Tag, ehrlicherweise nicht nur für mich, nicht nur für dich, sondern für die gesamte Sportwettengemeinde, für alle, die unserem Kanal folgen. Es geht um ein Thema, ich habe es vorher schon mal angeteasert, wie du jede Wette gewinnst. Die sogenannte Gegenwettenstrategie. Ich kann es echt nicht fassen, MB Hero. Wir haben schon jetzt ein paar Wochen miteinander zu tun und wir haben auch ein paar gemeinsame Videos schon gedreht. Ich würde sagen, wir haben so 3-4 Fragen vorbereitet und anhand dieser 3-4 Fragen würde ich dich bitten, einfach mal diese Strategie mal kurz zu erklären und vor allen Dingen, das ist das Allerwichtigste, womit wir gleich mal reinstarten sollten, jede Wette gewinnen. Wie soll das gehen? Und bevor du mit dieser Frage, mit der Beantwortung startest, nur noch mal kurz eine Vorrede für all diejenigen, die dich nicht kennen. MB Hero ist einer der größten Sportwetten-Experten, möchte ich jetzt mal so sagen, im deutschsprachigen Raum. Und zwar jemand, der tatsächlich nicht so bekannt geworden ist bisher über YouTube oder Social Media, sondern jemand, der wirklich aus dem Hintergrund täglich Geld gewinnt einfach. Und das mit Casino-Strategien, mit vernünftigen Casino-Strategien und aber vor allen Dingen Sportwetten. Das ist ja eher so dein Fachgebiet. Und aus der Richtung kommst du auch. Und da hast du eine extrem ausgeklügelte Strategie, die du da anwendest, die sogenannte Gegenwettenstrategie. Und jetzt höre ich auf zu reden. MB Hero, vielen Dank, dass du da bist. Und starte mal einfach rein. Wie soll denn das gehen, jede Wette zu gewinnen? So, hi, erstmal vielen Dank nochmal für die Einladung und auch für die netten Worte. Ja, habe ich ausgepackt, ne? Habe ich ganz schön ausgepackt jetzt bei der Anmoderation. Sportwetten sind tatsächlich eher mein Steckenpferd momentan. Und auch dort gibt es Möglichkeiten, das Ganze lukrativ für dich zu gestalten. Ja. Und ja, ich nenne das Gegenwettenstrategie. Es geht einfach darum, die Frage heißt ja, jede Wette gewinnen und tatsächlich müssen wir das ein bisschen differenzieren. Du darfst dir das nicht mehr vorstellen, als du gibst einen Tipp ab und hoffst darauf, dass eine Mannschaft gewinnt, sondern mit dieser Strategie sorgst du dafür, dass du jede Wette, und das ist ergebnisunabhängig, mit Gewinn abschließt. Das heißt, dein Kapital wächst definitiv, egal welches Ergebnis eintritt. Und ja, das funktioniert halt über diese Gegenwettenstrategie, die ich dann vorstellen möchte. Unglaublich. Das heißt, du gehst aus jeder Wette mit Gewinn raus. Definitiv, ohne Wenn und Aber? Genau, kann man so sagen. Krass. Okay, also ich sag mal, wir haben hier eine Community. Wir haben auch unseren Tippservice. Das ist etwas, wo wir wirklich richtig gute Sportwettenprofis und Experten mit Wettanalysen beschäftigen, die richtig gute Tipps raushauen. Ja. Das funktioniert auch gut, muss man echt sagen. Aber du bist auf einem ganz anderen Ansatz. Also hier geht es nicht darum, die Spiele und die Spieler gut zu kennen, sondern hier geht es wirklich um eine, wenn ich die richtig verstehe, eine Art mathematische Lösung, mit der du sozusagen die Buchmacher so ein bisschen schlägst oder austrickst oder so, ja? Genau, richtig. Also das ist anders als bei den Wettanalysen zum Beispiel, wo du dir den Value aus deinem Wissensvorsprung heraus erarbeitest. Auch das halte ich für eine sehr profitable Strategie, die langfristig funktionieren kann. Wichtig ist halt, dass du weißt, dass du bei dieser Strategie tatsächlich kein Fachwissen über irgendwelche Mannschaften brauchst, sondern du musst im Prinzip nur wissen, was ist eine Quote, wie verwende ich die und wie kann ich mich bei einem Buchmacher anmelden und wie bei den, ja, nennen wir es mal Services, die dir helfen, dich bei dieser Art zu unterstützen. Und dazu werde ich aber Videos fertig machen, die dich ganz genau Schritt für Schritt anleiten, damit du dich dort erfolgreich anmelden kannst und verwenden kannst. Also es geht unter anderem auch darum, eine Wettbörse zu nutzen, was ja aus Deutschland seit 2012 in der Form nicht mehr möglich ist. Mhm. Ja, auch da werde ich Hilfe leisten. Okay. Ja, sag mal, wie viel Geld brauche ich denn dafür eigentlich? Also wenn ich das machen will, klingt geil, jede Wette gewinnen, mache ich sofort mit. Wie viel muss ich einsetzen?
Das ist eine gute Frage. Im Prinzip ist das wie bei Aktieninvestments. Also ich kann dir ja nicht vorschreiben, du musst jetzt mit Betrag X anfangen. Du kannst theoretisch schon mit 100 Euro anfangen. Du kannst, was ich eher empfehlen würde, mit 1000 Euro anfangen. Wenn du diese 1000 Euro nicht hast, kannst du natürlich auch mit 500 Euro anfangen. Oder wenn 1000 Euro für dich lächerlich sind, dann fang mit 10.000 Euro an. Es geht ja mehr darum, dass ich dir zeige, wie du das Ganze gewinnbringend und profitabel anwenden kannst. Wie viel Geldmittel du nachher selber dafür nutzt, ist natürlich dir überlassen. Aber ja, tatsächlich ist es möglich, das Ganze auch schon mit 100 Euro anzufangen. Allerdings, um halt wirklich das meiste herauszuholen, würde ich tatsächlich 1000 Euro empfehlen. Okay. Das heißt aber, wenn ich jetzt nur 100 Euro habe, ist es trotzdem möglich und ich werde damit auch Geld verdienen. Und wenn ich ja mit 100 Euro anfange und jede Wette, oder aus jeder Wette mit Gewinn rausgehe, dann habe ich ja irgendwann 200 Euro, 500 Euro, 1000 Euro und mehr, sage ich jetzt mal. Dann kann ich es ja auch erhöhen, richtig? Genau, richtig. Also du kannst es natürlich auch über die Methode machen und dich selber hocharbeiten. So habe ich das damals tatsächlich auch gemacht. Ich glaube, mit 480 Euro damals angefangen und ja, wie soll ich sagen, ich habe das mehr als ver-25-facht in der Zeit Krass. und bin tatsächlich sehr stolz darauf, dass ich das so geschafft habe und Krass. ja, mache das halt nach wie vor ganz gerne. Sehr geil. Okay, und sag mal, wenn ich das so mache, kann ich das jeden Tag machen? Theoretisch ja, allerdings aus der Natur der Sache heraus, wir reden hier über Sportwetten. Wann finden die meisten Sportwettenveranstaltungen statt? Ganz klar am Wochenende. Und auch wenn wir die internationalen Turniere zum Beispiel haben, die auch tatsächlich sehr lukrativ damit angespielt werden können, solltest du dich darauf einstellen, dass du am Wochenende oder zumindest die Möglichkeiten hast, jedes Wochenende damit Geld zu verdienen. Ja. Okay. Ja, das ist aber schon mal super geil. Und je nachdem, wann dann eben Fußballspiele laufen. Ja, genau richtig. Also es hängt halt tatsächlich von der Veranstaltung ab. Okay. Und jetzt ist nochmal das Interessante. Du hattest ja selber schon gerade gesagt, wie du angefangen hast. Aber was kann ich denn wirklich realistisch damit verdienen? Das ist natürlich jetzt die Gretchenfrage, weil es dann natürlich auch wieder darauf ankommt, wie viel du tatsächlich selber Ja, einsetzt. klar. Ich sag mal, derjenige, der das regelmäßig machen wird oder betreiben wird, da halte ich es für durchaus realistisch, dass er auf dem, wenn wir jetzt mal von dem Level 1000 Euro ausgehen, 400 bis 500 Euro damit im Monat locker erreichen kann. Dementsprechend kannst du das natürlich runterbrechen. Das heißt, wenn jemand mit 100 Euro anfängt, dann kann er 50 bis 100 Euro im Monat machen. Wobei, wenn er wirklich fleißig ist, dann vielleicht sogar schon das Doppelte. Sehr gut. Ich sag mal so, du solltest immer davon ausgehen, dass wenn du 3, 4, 5 Angebote machst, oder pro Wochenende vielleicht 2 Angebote machst und die voll ausnutzt, dann kommst du auf etwa 400 bis 500 Euro. Okay. Also geil, also das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr lohnenswerter Verdienst, finde ich. Das ist doch mal richtig was Cooles. Und jetzt hast du uns hier noch was mitgebracht. Das war jetzt hier, also ich sag mal, du hast ganz viele Wettkonten, hast du mir vorher erzählt. Und jetzt, das ist hier mal Genau. ein Wettkonto. Was genau sehen wir denn jetzt hier? Kannst du uns mal kurz erklären? Also hier auf dem Screenshot siehst du einfach nur, dass ich halt regelmäßig tatsächlich wette. Also das sind jetzt so meine Auszüge aus 2 Wochen aus dem Oktober und welche Wetten ich da abgegeben habe. Okay. Und auch wenn da oft Gewinn steht, davon solltest du dich jetzt nicht beeinflussen lassen, weil bei der Gegenwettenmethode ist es tatsächlich egal, ob du gewinnst oder verlierst, beziehungsweise das ganze System beruht halt darauf, dass Wetten miteinander verknüpft werden. Und ja, man sieht es, ich habe etwa 500 Euro Guthaben noch drauf und habe das halt auch relativ erfolgreich umgesetzt in der ganzen Geschichte. Und ja, habe allein über den Buchmacher, ich schätze, 250 Euro gewinnen. Okay. Und innerhalb von welchem Zeitraum? Wir sehen ja jetzt hier auf der linken Seite, sehen wir ja, okay, also irgendwo am 18.10., 31.10., das ist jetzt schon ein bisschen älter. Gut, man kann ja noch irgendwo runterscrollen und so weiter. Gibt hier schon mehrere Wetten, aber was ist das so von ungefährer Zeitraum mit dem Gewinn? Was ist das Welcher von? Zeitraum? Achso, Entschuldigung. Tatsächlich einen Monat. Also Okay. unten siehst du, ich habe 27 Wetten gesamt eingesetzt, Ja. 3.240 Euro insgesamt eingesetzt, also jetzt nicht als Kapital, sondern als Gesamtsumme Ja. und knapp 7.000 Euro davon rausgeholt. Das heißt, ja, 3,5 waren
der Gewinn auf dieser Seite. Allerdings war das muss ich fairerweise sagen, nicht mein Monatsverdienst, sondern das hat halt mit der Strategie zu tun. Ich möchte aber nicht vorgreifen, da ich denke, Okay. das erfährt derjenige dann im Produkt. Okay. Also erstmal vielen Dank, MB Hero. Das ist eine Strategie, die klingt super interessant. Wenn ihr Bock habt, das auszuprobieren, dann klickt auf den Link unter dem Video. Das ist eine Strategie. Ich habe es mir vorher direkt bei MB Hero auch angesehen. Ihr könnt damit tatsächlich, egal wie das Spiel ausgeht, egal welches Spiel, ihr könnt immer und ihr werdet immer, wenn ihr die Strategie richtig anwendet, immer mit Gewinn rausgehen. Und das ist eigentlich der Wahnsinn. Das heißt, ihr werdet keine Wettverluste mehr haben. Und das ist dann kein Sportwetten mehr, sondern das ist eher ein Sportinvestment, so möchte ich es mal sagen. Und tatsächlich mit nicht mit der Gefahr, dass ihr da alles verzockt, wenn ihr es richtig anwendet. Das ist natürlich ein totaler Quantensprung. Das verändert ja alles. Das ist ein richtiger Gamechanger für das Thema Sportwetten, wie ich finde. Und ich kann die Strategie absolut wärmsten Herzens euch nur ans Herz legen und kann nur sagen, klickt mal auf den Link unter dem Video und guckt euch das selber an, ob euch das interessiert. Und ansonsten interessieren euch eure Fragen, eure Kommentare, packt die direkt unter das Video. Und dann bin ich gespannt, was da so in den nächsten Tagen so von euch kommt. MB Hero, erstmal vielen Dank für deine Zeit. Ich bin sehr gespannt und ich würde sagen, wenn hier ein paar Fragen reinkommen, können wir uns die nächsten Tage einfach mal angucken. Und dann Ja, werden wir mal darauf natürlich. reagieren, oder? Ja, ich danke für die Einladung, dass ich mich kurz vorstellen durfte. Und ja, würde mich freuen, von euch zu hören. Sehr gut. Also, dann vielen Dank erstmal an alle und viel Erfolg weiterhin mit euren Wetten. Und ich würde sagen, wir berichten demnächst weiter genau über diese Strategie. Bis dann, mach's gut. Ciao. Jo, dann Tim, ciao.